Florus! Florus? Ah, Sekundus. Hast du Florus gesehen? Nein. Ich bin wieder weggelaufen. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn nirgends finden. Er ist ein Faulpelz. Ein Faulpelz, der sich vor der Arbeit drückt. Was fällt dir ein? Er ist ein Träumer. Ja, das ist nur ein anderes Wort für einen Faulpelz. Er fügt sich nicht ein. Nur Spinnereien in seinem kleinen Kopf. Sein Kopf ist größer als der deine. Ah. Und warum ist er dann die ganze Zeit in Schwierigkeiten? So wie etwa gestern noch? Was hat er wieder angestellt? Er trat dem Herrn, der eben aus der Therme kam, frech in den Weg und sagte rundheraus, gebt mir die Freiheit, Herr. Oh. Doch unser Herr, weil er entspannt gerade seinem Bad entstiegen und gut gelaunt demnach gewesen war, der lachte nur und fragte ihn, was willst du mit der Freiheit? Sprich, darauf antwortete dein Sohn, das weiß ich nicht, das eben ist ja Freiheit. Da siehst du, er ist klug. Ein Sklave muss nicht klug sein, die Klugheit ist gefährlich. Dann lebst du ja in Sicherheit. Ich kenne meinen Platz und deinen auch und besser wär's der Kleine kenne seinen. Mit seinen Spinnereien bringt er uns alle in Gefahr. In Gefahr? Ja. Er stört den Frieden und die Ordnung. Ach, lass ihn, er ist jung. Er hat sein Leben lang Zeit, sich in die Ordnung einzufügen. Ein Sklave muss nicht jung sein, ein Sklave muss nicht alt sein, ein Sklave ist nur brauchbar oder nicht. Pfui Teufel, du redest wie ein Freigelassener. Ich rede wie einer, der nicht den lieben langen Tag vergeudet, indem er von Tagen träumt, die niemals kommen. Gibt es denn auch nur einen Tag, der niemals kommt? Florus, wo bist du denn gewesen? Wir waren auf dem Tempelberg. Wer wir? Oh, wir beide. Oh. Hast du uns nicht gesehen? Wir haben dir von oben festgewunken. Ihr wart beim Tempel Jovis? Wie ist es dort? Es ist berauschend, Mutter. Man sieht, so weit das Auge reicht. Man sieht den Fluss, sie schlängeln durch die Felder. Man sieht das Lager. Man sieht, die ganze Stadt wird ausgebreitet liegen. Man sieht wie in Domuna. Und tief hinein ins Lande der Barbaren. Man hat das Gefühl zu fliegen, Mutter. So grenzenlos ist dieser Blick. So weit, so frei. Aber auch weit weg. Und sicher auch gefährlich. Du musst dir keine Sorgen machen, Mutter. Hier sind wir zwar noch mit. Er hat mich auf den Berg geschleppt, nicht umgekehrt. Doch wie sagt Tacitus, willst du dich kennenlernen, so besteige einen Berg. Und außerdem wohnen doch die Götter auf diesem Berg. Ja. Ob die dort auch ins Theater gehen? Ja. Die Götter, denn neben dem Tempel steht ein Theater. Du bist doch nicht hineingegangen. Natürlich war ich drin. Schau mich nicht an! Er war ja nicht zu halten. Seit wann ist Sklaven denn gestattet, ins Theater zu gehen? Natürlich ist verboten. Das sagte ich dem Jungen auch, doch. Und dennoch seid ihr drinnen gewesen? Wie geht denn das? Wie das geht, ganz einfach. Man geht hinein und damit Schluss. Die Sklaverei steht uns ja nicht ins Gesicht geschrieben. Oder sehen wir anders aus als die freien Menschen? Nein, nur unsere Mienen verraten. Wenn wir geduckt und voller Angst durch unsere Straße schleichen. Wer seine Arbeit macht, braucht nicht geduckt und voller Angst zu schleichen. Ich sage, niemand soll geduckt und voller Angst ins Leben gehen. Wenn wir im Kopf nicht frei sind, wo denn sonst? Da, hörst du das? Der wird uns noch ins Verderben stoßen. Florus, es gibt Sachen, die darfst du nicht mal denken. Siehst du, Mutter, denken darf ich. Was ich will. Die Flausen, die hast du ihm in den Kopf gesetzt. Besser Flausen im Kopf als nichts. Wer sollte ihm die Träumerei verübeln? Es kommt der Tag, für alle kommt der Tag, wo Träume enden oder in Erfüllung gehen. Nicht für uns einen. Unser einer träumt nicht, unser einer schläft nur oder er ist wach. Und wenn er wach ist, denkt er nicht, er arbeitet. Das Unglück der Welt kommt von den Träumen, sagt ein Dichter. Ist es denn ernst? Die Träume sind gefährlich? Dann will ich ab sofort kein Kind mehr sein. Denn Träume sind mein täglich Brot. Ich träume mir die Welt so, wie sie sein soll, nicht so, wie sie ist. Ein jeder, der die Welt verändern will, hat sie besser sich erträumt. Wie steht's mit dir? Oder mit dir? Hast du nichts, wovon es sich zu träumen lohnt? Was willst du mal werden, also wenn du groß bist? Was willst du mal werden? Und du? Nichts? Du? Tischlerin. Siehst du, Mutter, alle Kinder träumen. Wenn man alt wird, schläft man.
Ich kannte viele so wie dich. Die dachten, die Welt sei nur für sie, ein Spielplatz und alles nur für sie gemacht. Na und? Die landeten alle auf einem Sklavenmarkt, weil ihr Herr sie verkaufte. Das macht mir keine Angst. Sag das nicht, mein Junge. Der Sklavenmarkt ist nichts, womit man Scherze treibt. Bist du denn jemals dort gewesen? Natürlich. Erzähl. Nun, es ist wie auf anderen Märkten auch. Wo Händler Gemüse, Fisch, aber auch Fleisch feilbieten. Nur ist das Fleisch, mit dem sie handeln, unseres. Männer, Frauen, aber auch Kinder werden zur Schau gestellt und an den Meistbietenden verkauft. Das ist ein Feilschen und ein Betaschen. Da wird das Maul geöffnet. Wie bei Pferden, um nachzusehen, ob der Mann oder die Frau gesunde Zähne haben. Wie auf dem Viehmarkt geht es eben zu. Hat man dich von dem solchen Markt gekauft? Nein, wo denkst du hin? Sowas wie mich findet man auf solchen Märkten kaum. Ich bin ein Geschenk aus Rom. Standen wir vor dem solchen Markt? Nein. Sind wir denn freigeboren? Wer ist schon frei? Ich bitte dich, Mutter, sag mir die Wahrheit. Dein Vater diente in der 14. Legion. Er war ein Legionär? Ein tapferer Legionär. Doch eines Tages, da marschierten sie gegen die Markomannen. Nicht weit von hier da überquerten sie den Fluss und drangen tief ins Land der feindlichen Barbaren. Und was ist dann geschehen? Er kam nicht wieder. Mehr, mein Junge, weiß ich nicht. Er hinterließ mir dich und eine Menge Schulden. Und um diese zu begleichen, war ich gezwungen, dich und mich als Sklaven zu verkaufen. Das ist ja schrecklich. Wir hätten es schlimmer treffen können. Ach, viel schlimmer. Wir haben ein Dach über dem Kopf, ein Heim. Was nennst du Heim? Ich schlafe im Stall. Aber hast du nicht alles, was du brauchst? Hast du nicht Nahrung, Kleidung? Natürlich habe ich das. Aber ist das alles, was man zum Leben braucht? Das bisschen Nahrung, das bisschen Kleidung, das Heim, das Dach über den Kopf? Der große Marcus Aurelius sagte, denke lieber an das, was du hast. Als das, was dir fehlt. Suche aus allen Dingen, die du hast, die besten aus. Und überlege dann, wie lange du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest. Bravo. Ich kenne kein anderes Leben. Ich will auch gar kein anderes Leben kennen. Ich bin schon hier ins Haus geboren, folglich gehöre ich meinem Herrn, der sorgt für mich. Was soll mir da die Freiheit? Ja, da müsste ich mir dann Arbeit suchen, um mich zu nähren, mich zu kleiden. Da müsste ich Geld verdienen. Wozu würde ich das Geld verwenden? Doch wieder nur, um Essen mir zu kaufen und Kleider für den Leib. Die glücklichen Sklaven sind die erbittersten Feinde der Freiheit. Ja, und trotzdem hat er recht. Das sagst ausgerechnet du? Hast du nicht gesagt, die schlimmste Art der Sklaverei ist die, an die man sich gewöhnt hat? Natürlich. Doch war ich auch in Rom. Dort habe ich sie gesehen, die vielen freien Bürger Roms, die nichts zu fressen hatten. Die auf der Straße wohnen, vielmehr vegetieren, die nichts mehr hatten, außer ihre Freiheit. Doch immerhin die Freiheit. Und was besitzen wir? Ruhe vielleicht. Und Sicherheit. Und das ist viel. Vielleicht besitzen wir kein Haus, kein Feld und kein Gewerbe. Und kein Geld. Schön. Doch all das Haus, das Feld, das Geld und auch Gewerbe, macht es nicht auch zu Sklaven uns? Sind wir denn frei, wenn uns die Angst bewohnt, man könnte uns bestehlen? Sind wir denn frei, wenn alle unsere Mühe und unser Tun allein nur dient, was wir besitzen, zu vermehren? Ich weiß, du träumst davon, wie einst mal Spartacus, die Welt, in der wir leben, zu verändern, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja, wie Spartacus! Was für ein Held! Er versammelte fast 20.000 Sklaven unter dem einen Ruf der Freiheit. Und führte 20.000 in den Untergang. Na und? Erzählt mir von Spartacus. Er war ein Held. Ein großer Gladiator, ja. Und ehe er das geworden ist, war er, so erzählt man sich, ein Prinz aus Thrakien. Stark wie 10 Männer und mutig wie kein zweiter. Was trieb ihn an?
Was trieb ihn an, ja? Die Freiheit. Er sagte, man solle sein Leben nicht in der Arena lassen, sondern wenn schon, für die Freiheit opfern. Wir bräuchten einen Spartakus hier in Kadotu. Und wer sollte mit ihm kämpfen? Der Bäcker Livius? Oder der dicke Morus, der die Thermen heizt? Oder der alte Semius, der bei Lucullus immer die Latrinen putzt? Oder besten gleich so ein Grünschnabel wie du? Na, das wäre eine Armee. Zum Fürchten. Genug jetzt. Wir haben einiges zu tun. Wir müssen alles richten für die Saturnalien. Ja. Die Saturnalien? Das ist für mich das schönste Fest im Jahr. Warum? Wie kannst du sowas fragen? Weil sich unsere Welt, wie wir sie kennen, ins Gegenteil verkehrt. Die Sklaven werden Herren und die Herren werden Sklaven. Es gibt Leute, die behaupten, die Saturnalien seien das grausamste aller Feste, weil es den Sklaven zeigt, wie schön es wäre, Herr zu sein. Ich finde das Fest auch schön. Einmal im Jahr Herr sein, das ist mir genug. Da trinke ich Wein. Lass mich bedienen. Und wenn die Saturnalien enden, dann brummt mir der Kopf gleich bis zum nächsten Jahr. Vielleicht wählt man dich dieses Jahr zum Rex Bibendi. Was ist das? Ja, den kennt er nicht. Der Rex Bibendi, das ist der König des Weins. Das ist der Anführer der Saturnalien. Mit einem Wort, der am meisten säuft. Ja. Nun, wenn man das ganze Jahr schwer schuftet, dann darf man zu den Saturnalien ruhig saufen. Darauf freue ich mich schon seit Monaten. Niemals sind die Hunde dankbarer, wie wenn der Herr sie kurz von alleine lässt. Genug geredet. Helft mir mit dem Geschirr und mit dem Wein. Es geht gleich los. Was ist das? Leg das zurück, das geht dich gar nichts an. Was ist das, Mutter? Das ist die Toga deines Vaters. Du hast sie aufgehoben? Natürlich. Und jetzt leg sie zurück. Tiger, das um meinen Vater. Und vor ihm seinem Vater. Hatte nicht jeder seine eigene Toga? Weißt du denn nicht, wie viel die kostet? Ein Vermögen. Und jetzt leg sie zurück. Ich bitte dich, lass sie mich tragen. Das geht zu weit. Das ist uns Sklaven streng verboten. Sie ist das Kleidungsstück der freien Bürger Roms. Nur heute, nur zum Fest. Es geht nicht. Bedenke, was der Herr dazu noch sagen würde. Ach, ich denke, der Herr wird nichts dagegen haben. Und wenn, so nehme ich's auf meine Kappe. Na. So. Breite deine Arme aus. Ja. Ja, ja. So. Einmal hier. Ja. Wann war es doch das letzte Mal, dass ich jemand eine Toga anlegte? Ha. So, die Streifen schön. Genauso fühlt es sich also an, die Freiheit. Ja, nur ist sie dir noch etwas groß, die Freiheit. Genauso stelle ich sie mir auch vor. Fast grenzenlos. Ah, so grenzenlos, dass du darin verloren gehst. Apropos verloren gehen, habt ihr den Herrn gesehen? Nein. Und wie sollen wir ohne unseren Herrn die Saturnalien feiern? Ja. Wir brauchen einen Herrn, der heute unser Sklave ist. Wer will der Herr über uns alle sein? Einen Herrn suchen wir. Willst du ein Herr sein? Nicht? Willst du ein Herr sein? Wer will ein Herr sein? Ein Herr brauchen wir. Willst du ein Herr sein? Will ich nicht? Wer will ein Herr sein? Ah, da, ja? Da ist ein Herr. Ah, wir haben schon einen. Seid willkommen, Herr. Was? Setzt er sich? Nur einen Herrn suchst du aus? Gibt es ja nicht auch Herrinnen? Such auch eine Herrin aus. Oh, seid willkommen. So, jetzt sind es dann halt du uns die Saturnalienpredigt. Ja, du kannst es am besten. Erlaubt mir, dass ich spreche, Herr und Herrin, weil es doch Usus ist bei unseren Saturnalien,
dass frei heraus die Sklaven sprechen dürfen. Er erlaubt es. Was mich betrifft, ich habe nichts zu klagen. Das Haus ist gut bestellt, das Essen reichlich. Und auch die Arbeit bringt uns nicht um den Verstand. So stehe ich mit meinem Geist, Secundus hier mit seiner Kraft und Pomona mit Liebreiz und mit Fleiß. Euch auch in diesem Jahr ganz zur Verfügung. Das soll eine Saturnalienpredigt sein? Ein Lobgedicht ist das und keine freie Rede. Florus, sei still. Wenn ich heute nicht sprechen darf, wann dann? So hört mich an, Herr. Ich bin Florus, euer geringster Sklave. Ich wette, ihr wisst wahrscheinlich nicht mehr meinen Namen. Aber egal. Die Saturnalien gestatten, dass ich heute zu euch spreche. Als Sklave spricht zu seinem Herrn. Was für ein Spaß. Florus! Wenn ich, doch frage ich dich, wer von uns beiden ist der wahre Sklave? Nun gut, ich besitze nicht mehr als meinen Geist. Du jedoch besitzt viel Land hier in Kanuntum. Eine Villa, Thron voller Gold und ein Haus voller Sklaven. Oh, wie beneidenswert. Noch frei? Hast du nicht Nächte voller Angst, dass Barbaren jenseits der Donau kommen und dir deine Schätze rauben? Ich bin von solchen Nächten frei. Versperrst du nicht die Tür vor Dieben und hütest ängstlich deine Schätze? Ich schlafe mit meinem ganzen Hab und Gut, ohne Angst im Freien. Ich freue mich über warmes Brot und einen Schluck Milch, während dein Gaumen von Versuchung zu Versuchung jagt. Du bist ein Sklave guter Küche, weicher Kissen. Mit einem Wort, dich regiert die Angst, die Lust. Doch mich treibt nur ein Gedanke, Freiheit. So frage ich dich, wer von uns beiden ist der wahre Sklave und wer der Herr? Florus, du treibst den Scherz zu weit. Oh Mutter, glaube mir, ich scherze nicht. Willst du, dass man uns verkauft? An irgendeinen Menschenschind da draußen auf dem Lande? Bedenke doch, auch die längsten Saturnalien gehen irgendwann zu Ende und dann... Verzeih mir, Herr, ich wollte dich nicht beleidigen. Doch diese Welt da draußen ist für mich gleichwohl gemacht, als wie für dich. Ich bin jetzt 14 Jahre alt und möchte sie erkunden, diese Welt. Ich will nach Rom, in den Circus Maximus, aber nicht das Gladiator, nein. Ich will die Wunder der Antike sehen. Was meinst du, Herr? Ist mein Wunsch vermessen, frei zu sein? Halt, mein kleiner Freund, hier schreit ich ein, denn gar so schlecht, wie du hier tust, ist sie nicht, unsere Welt. Sie mag für ferne Welten grausam wirken, unverständlich, roh im Umgange mit den Menschen, doch ist es nicht. Wir sind nicht mehr der bloßen Willkür unserer Herren ausgesetzt. Gesetze regeln unseren Stand. Und wenn du fleißig bist, kannst du es sehr weit bringen. Liberus, unser Arzt, ist Sklave. Und auch Servitius, der Berater und Schreiber des Präfekten. Selbst unser Kaiser hört auf seine Sklaven. Da gab es einen im Palast, dem lieh der Kaiser immer zu sein Ohr. Der war mehr als ein Sklave, der war fast sein Freund. Ja, von dem habe ich gehört. Marcus Aurelius Pallas war sein Name. Ein kluger Mann und seiner Zeit voraus. Er war Finanzminister unseres Kaisers Claudius. Ja. Und warum hat er nicht freigelassen? Er hat ihn freigelassen und reich beschenkt. 15 Millionen Sesterzen nannte er sein Eigen. Und was ist dann mit ihm geschehen? Nach Claudius kam Nero. Der wollte die Millionen wieder zurückhaben und hat den armen Pallas umgebracht. Siehst du, alles Schlechte kommt von der Freiheit. Als Sklave hätte er ruhig und beschaulich weiterleben können. Ja, schau mich an. Mir trachtet niemand nach dem Leben. Das ist doch so, Herr, oder? Plant ihr irgendwas dergleichen? Er schweigt. Das kann vieles und nichts bedeuten. Herr, ich flehe dich an, sei gnädig. Ich mache meine Arbeit, ich bin fleißig, ich esse wenig. Sag, dass du mir nicht ans Leder willst. Dein Herr darf dich nicht einfach töten oder schlagen? Das und mehr verfügte unser Kaiser Hadrian. Wer seine Sklaven schlagen oder töten will, braucht dazu gute Gründe. Vielleicht ist seine Dummheit Grund genug. Du, ich werde dich gleich schlagen, kleiner Mann. Herr, jetzt willst du nun,
nach altem Brauche uns den Wein servieren. Hab Dank. Hab Dank. Er nicht. Die Götter mögen mit euch sein. Glaubst du denn wirklich, so ein Gesetz dient dir zu uns zu schützen? Ist dann ein Grund zum Schlagen oder gar zu töten nicht ganz schnell bei der Hand? Na, was denn soll uns beschützen? Den Wert oder den Preis, den wir für uns bezahlen. Die einzige Versicherung für unser Leben. Den Wert, den wir für unseren Herrn haben. Na, da muss man eben zusehen, dass man nicht wertlos wird. Und was genau bestimmt jetzt unseren Wert? Was würdest du für mich bezahlen? Und du? Wie viel würdest du für mich bezahlen? Und wie viel? Nix. Ich kann sprechen, singen, sogar tanzen. Also, wenn es sein muss. Florus, du darfst dich nicht verkaufen. Ich weiß, ich will nur wissen, was ich in irgendeiner Zukunft an der Wert bin. Ich bin stark und klug. Das mindert deinen Wert. Klugheit? Nein, dass du nicht klug genug bist, um zu schweigen. Willst du mich also stumm? Das kostet 1000 extra. Florus, genug jetzt. Verkaufen Sie stattdessen Ihre Kinder. Die nerven nur, wollen Eis, sind frech. Für 5000 Sesterzen bin ich bereit, ein braves Kind zu spielen. 4000. Nein, verkauf sie. 3000. Ich räume mein Zimmer auf. Ich bring den Müll hinunter. Ich bin beim Essen gar nicht heikel. Dort, wo ich herkomme, ist Ketchup noch nicht einmal erfunden. Und im Gegensatz zu Ihren Kindern dürfen Sie mich schlagen. Danke. Das Schlagen übernehme ich mit Freuden. Na, hört ihr's. Daran wird sich auch in 2000 Jahren nichts mehr ändern. Was denn? Kinder, Freunde, Landsleute, hört mich an. Ihr Kinder sind die wahren Sklaven. Ob meine oder eure Welt, egal. Ob wir nun in Freiheit oder in Sklaverei geboren sind. Denn eines nämlich eint uns. Wir haben alle Mütter, Väter oder Lehrer. Und die unterdrücken jeden einzelnen Gedanken Freiheit, der uns bewohnt. Habe ich nicht recht? Komm du mir nur nach Hause. Wie steht's mit deinen Eltern? Und wie mit deinen? Unerbittlich? Grausam? Und wie mit deinen? Eine Schreckensherrschaft? Dabei sind wir das schwächste Glied der Kette. Ja, so siehst du aus. Und wir tun alles, was man von uns verlangt. Klar. Werden wir bekommen, was wir wollen. Drum, Kinder, kommt! Wir wollen uns bewaffnen und uns verbünden gegen unseren Feind! Das ist der Aufstand, alle Unterdrückten! Und ich bin euer Spartakus! Der Spartakus der Kinder! Verzeiht mir, Herr und Herrin, aber ich fürchte, er hat die Saturnalien übertrieben. Wir danken dir nun, Herr, und auch dir, Herrin, für Wein und auch für die Möglichkeit, uns auszusprechen. Mehr wollten wir nicht, drum seid für heute entschuldigt und bedankt. Ach, Sekunde, hilf mir. Ich bitte ja, dich. Natürlich helfe ich dir. Doch, lass mich eines wissen. Wenn unser Herr es irgendwann erlauben sollte, möchtest du mein Weib nicht werden? Das fällt dir ein. Ja, warum nicht? Weil ich dann doppelt eine Sklavin wäre. Nein, nein. Wir bleiben hübsch, das, was wir sind. Einmal im Jahr, da gibt's die Saturnalien. Da kannst du mir dann alles sagen, was du denkst. Dankeschön. Da bleibe ich lieber frei und ungebunden. So kann ich dir an jedem Tag im Jahre sagen, was ich denke. So ist es recht, Corona. Ich hoffe, Florus ist inzwischen mit seiner Armee nicht ins Lager der Legion marschiert und hat dem Römischen Reich den Krieg erklärt. Der soll mir nur nach Hause kommen. Du darfst ihn nicht gram sein, deinem Sohn. Und sei nicht allzu streng. Du weißt, die Seele eines Kindes ist das Allerheiligste im Tempel dieser Menschheit. In ihr und nur in ihr lagert das Glück und die Freiheit dieser Welt.
Ika, Palua, Rainer Doppler, Johannes Seilern und Valentin Haag.